Hallo, ihr Querlinge! Baron Dringil, der Erste von Querland, ist in Vordakais Grab, nunmehr ohne Vordakai, und hat hier noch den ein oder anderen Winkel zu erkunden. Einen Eisenkohle. Valerie, ich weiß, du bist die Schwertlady, aber nimm du mal. Das gebe ich dir dahin. Ich habe dieses Konstruktding dabei, der Brecher. Machen wir das mal so. Eigentlich kannst du ja theoretisch sogar das so machen hier. So. Okay, speichern. Also erstmal Pause, Stopp. Speichern. So, ich probiere den Kampf zum fünften Mal, weil immer irgendwas passiert. Ein Held stirbt oder irgendwer kriegt einen Wahnsinn und das kann ich alles ohne den Michael nicht heilen. Der Michael ist nicht da. Man hat ihn mir weggenommen, deswegen erlaube ich mir Saves Coming und deswegen brauche ich eine neue Taktik. Zuallererst würde ich versuchen, euch hier einmal zu hasten. Dann mach du mal diese Waffenverzauberung und Dringil. Ich bin nicht sicher, worauf diese Viecher gut reagieren. Vielleicht ja auf einen Säurewurf. Eisen und Säure, das müsste eigentlich was werden. Oh ja, das wirkt gut. Attacke auf alle. Dringil, du hast noch ein paar Säurefläschchen. Die haben wir hier und da mal gefunden. Du bleibst dabei, machst das hier. Auf den da. Auf den. Nee, mach auf den. Stopp. Doch auf den. Und Regonga, vergiss die Waffenverzauberung nicht, sollte ich dir sagen. Entschuldigung, mein Fehler. Gold, da sollte Säure eigentlich nicht so gut wirken. Wirkt aber. Regonga macht den da. Bumm. So hat irgendjemand diesen scheiß Wahnsinn sich eingefangen. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Hund ist tot, aber es ist egal. Du nicht. Du auch nicht. Und der Hund? Ich glaube, der hat's auch nicht. Okay. So. Jetzt kann ich euch natürlich nicht heilen, nur dadurch, dass ich hier exzessiv dieses Zeug hier schlucke. So, das wäre erledigt und dann kannst du höchstens versuchen. Ich habe hier irgendwo so ein. Oh je. Ja, genau. Ich habe irgendwo ein Stab leichte Wunden heilen. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Where to now? Aber besser als gar nichts. Auf Ogbo. Das 8. 6. Geht das hier? Nee. Und nochmal. So. Was ist das hier? Das ist einfach nur ein Schatzkämmerchen. Oh ja. Die Golems, Eisengolems und Goldgolems haben dabei ein paar schöne kleine Dinge. Und Dringil. Schau dich um. Tartsche und alte Zyklopenmünze sowie ein Duellschwert noch einmal. Königliches Geschenk. Das ist aber auch egal, weil das sowieso keiner benutzen kann. Nur fürs Protokoll. Die polierte Klinge ist vergoldet und der Griff ist mit Seide und Quasten verziert. Mit Quasten. Plus 3 Waffe. Und sie ist scharf. Ja. Kann man gut verkaufen. 16.000. Uiu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 i. Ja.
Dann sind wir hier eigentlich durch. Das hier unten muss ich noch einsammeln. Das kann ich nicht einsammeln. Und hier ums Eck muss man noch gehen. Das heißt, die Helden sollten jetzt tunlichst schnell dort irgendwie hin. Und da muss ich gerade im Labyrinth den Helden wieder den Weg zeigen. Das ist doof. Dieses Grab ist schön und voller Beute, aber es ist, so langsam will ich hier raus. Und der kommt immer noch nicht zu sich. Das hier ist bestimmt einfach nur der Ausgang, richtig? Oder doch nicht? Noch eine Schatzkammer. Oder? Die durchsichtigen Gefäße geben Wärme ab und scheinen sanft zu vibrieren. In jedem der Gefäße ist ein Lichtschimmer zu erkennen. Die gefangene Seele einer lebenden Kreatur. Ach, das sind die Warnholder. Oder wie? Diese durchsichtigen, schimmernden Gefäße sind mit einer Substanz versiegelt, die aussieht wie schwarzes Wachs. Die Siegel sind mit arkanen Symbolen verziert. Kann man damit irgendwas tun? Unsere Suche nach einer Antwort auf das Geheimnis von Warnburg näherte sich dem Ende. Nachdem wir von dem schrecklichen Schicksal erfahren hatten, das die armen Bürger von Warnburg ereilt hatte, reisten wir an den letzten Ort unserer Reise, eine dunkle Kammer, die verborgen hinter Vordakais Thronraum lag. Kaum hatten wir die Schwelle übertreten, blieben wir reglos stehen und hielten den Atem an. Der dunkle Raum vor uns war angefüllt mit strahlenden, durchsichtigen Behältern. Das schimmernde Licht der Seelen, die darin gefangen waren, vertrieb die düstere Dunkelheit des Grabes. Flüssige Schatten tanzten und wanden sich auf den Steinmauern mit jeder Bewegung dieser kleinen Lichtfunken, die unaufhörlich gegen die Wände ihrer eleganten, durchscheinenden Gefäße stießen. Und was machte der Baron, als er das grausame Schicksal der Bewohner von Warnburg sah? Er befahl, dass die Seelenkrüge in die Stadt gebracht werden, um die seltene Ware dort heimlich zu verkaufen. Nee, das macht ihn hier nicht. Er kann ohnehin nicht alles rausschleppen, was er hier gefunden hat. Da wird das hier... nee. Er begann sofort, die Seelenkrüge zu zerschlagen, um die gefangenen Seelen zu befreien. Als der erste Krug zerbrach, ließ uns ein heller Lichtblitz wissen, dass die eingesperrte Seele ihre Freiheit zurückerlangt hatte. Der helle Funken flog in einem Bogen über unsere Köpfe hinweg, ließ sich auf dem Boden nieder und dann... Nun, nicht einmal meine schriftstellerischen Talente können dem gerecht werden, was wir dann sahen. Die befreite Seele wurde wieder zum Leben erweckt. An der Stelle, an der der Funken gelandet war, erschien urplötzlich ein Mann in den staubigen Gewändern eines Bauern, mit einem Ausdruck blanken Entsetzens im Gesicht. Der arme Mann war völlig verängstigt, als er nach diesem Albtraum wieder zu Sinnen kam und sich in einem uralten Grab wiederfand. Rasch befreiten wir all die anderen, mit jedem neuen Krachen eines Kruges. Erschienen neue Leute um uns herum. Wachen, Fischer, Mütter, deren Kinder, Bauern, Säufer, griesgrämige Großmütter, plappernde Klatschweiber. Kurz gesagt, alle, die vom Auge von Abaddon entführt worden waren, waren nun zurückgekehrt. Ach, wenn es doch immer eine solche Freude bringen würde, Geschirr zu zerschlagen. Die Menge machte sich auf den Weg zum Ausgang des Grabes, abwechselnd lamentierend, weinend und vor Freude schreiend. Wir folgten ihr und schlossen damit ein weiteres Kapitel unserer heldenhaften Chronik ab. Wie? Das Erschütten von Warnburg. Ey, helft mir mal tragen! Leute! Toll, oder? Da oben könnte doch was sein. Na gut. Ich gehe da nochmal hin. Ich muss da nochmal hingehen. Also, Frage Nummer 1. Was ist da hinten noch in diesem Raum? Frage Nummer 2. Was ist jetzt mit Vilas Gunderson? Frage Nummer 3. Komme ich hier nochmal rein? Vermutlich nicht. Alles, was ich jetzt hier liegen lasse, wird wahrscheinlich für ewig hier drin rumliegen. Macht ihr wirklich keinen, kein Versteck-Alarm mehr, ja? Wirklich? Ehrlich? Schade. Okay, also Frage Nummer 1 ist geklärt. Die Antwort lautet gar nichts. Frage Nummer 2 wäre Vilas Gunderson. Findet ihr den Weg? Ihr müsst dann da durch und hier ums Eck. Das kriegt ihr vielleicht hin. Vilas. Nee.
Dem ist nicht zu helfen. Dann kann ich im Moment nur rausgehen. Ich habe nichts mehr, was ich mir noch anschauen muss. Von nicht entdeckten Geheimverstecken mal abgesehen. Halt bitte alle. So, mega warm. Geht's dir wieder gut? Oder besser? Euer Gnaden, die Götter seien gepriesen. Ihr seid unser Erlöser. Ihr habt uns gerettet. Und nicht nur mich, auch meine Leute. Was kann ich tun, um meiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen? Ich... Mega schweigt einen Augenblick gedankenverloren und brummt schließlich. Zu schade, dass Zephyr das nicht mehr erleben kann. Und Gunnarsson, er war kein übler Bursche, nur ein wenig ungestüm. Mega nickt. Wir werden um sie trauern. Um alle, die wegen Vordakai ihr Leben verloren hatten. Und dann? Gemeinschaft plus 9, Loyalität plus 13, Militär plus 5, Wirtschaft plus 7, Beziehung plus 7, Göttlich plus 3, Arkan plus 1, Stabilität plus 4, Kultur plus 1. Das macht mir Munguk alles wieder kaputt. Fortfahren. Mega dreht sich zu dir um und nimmt Hab-8-Stellung ein. Euer Gnaden, im Namen der Blutschuld dienen euch Warnburg und ich ab jetzt. Diese Feiglinge aus dem Norden haben keinen Finger gerührt, als ich sie gebraucht hätte. Ich stelle mein Schwert also in den Dienst dessen, der uns zu Hilfe kam. Er neigt den Kopf. Ich werde in eurem Schloss auf euch warten. Was Warnburg angeht, werde ich einen vertrauenswürdigen Stellvertreter ernennen. Macht euch darüber keine Sorgen. Wer hilft mir tragen? Das ist gerade das wichtigste Problem, was ich zu lösen habe. Es geht doch nicht einfach weg. Hilf mir schleppen. Ah, ich komme hier nicht raus. Die Helden können tragen 3530 Pfund und sie tragen 3572 Pfund. Das ist ja gar nicht so viel Unterschied. Ich könnte jetzt natürlich Person vergrößern. Habe ich da auch solche Pullen irgendwie oder... Schriftrollen vergrößern mal 4. Aha. Das gibt es auch als Schrift, als Schluck, oder? Hier. Stärke plus 2. Eine Minute pro Stufe. Und wie viele Minuten sind das dann? Eine Minute. Okay. Dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Jeder Held wird jetzt eine solche Pulle schlucken. Dann versuchen wir uns mal hier rauszustehlen. Ach, jetzt ist hier unten, ja. Ich dachte gerade, wieso sind wir denn wieder vollständig, aber das ist ja nur der Hund. So. Ihr stellt euch alle mal dahin. Und ich werde nochmal speichern. Und dann Pause. Ihr nehmt jetzt bitte alle euren Schluck hier. Das macht zum einen euch ein bisschen leichter. Restless. No mistakes. Weil das Leergut zurückbleibt. Zum anderen können wir Dinge tragen. Das ist Knock Knock in groß. Wie viel können wir denn tragen? Wir können tragen 3985 Pfund. Es gibt irgendeine... Wie heißt das? Das ist übrigens Echo Dayo. Ach hier, Knock Knock. Hey, man sieht dich endlich mal. Guck. Es gibt irgendeine Siebenerhungenschaft, eine Karte mit 6000 Pfund zu verlassen. Wie soll man das denn jemals schaffen? Ich arbeite jetzt schon mit allen Tricks und Kniffen und komme noch nicht mal auf 4000 Pfund. Wow, ist das krass. Also, wir gehen da jetzt hin. Ist da noch was, was wir ganz unbedingt mitnehmen müssten? Rationen, naja. Das ist nur so normaler Kram von Zombies. 1314. Ich kann aber nur mitnehmen 400. 4 Pfund 100 Gold. Okay, die Säbel sind... Die Säbel sind das, was ich mitnehme. Vielleicht kann ich ja nochmal rein. Ich rechne aber nicht damit. Säbel. Und dann 15 Pfund, 5 Rollstück gesagt, ist scheiße. 30 Pfund, also ist die doppelt so viel, hat aber immerhin noch die zehnfache Summe. Ich hoffe, wir können jetzt gehen. Nee, kann ich nicht. Die Zeit lief weiter. Ach, ist das alles scheiße. Ich muss noch mal laden.
So, alle Säbel, dann noch ein bisschen anderer Kram. Geht's ja wieder nicht. Okay. Pause. Haben wir jetzt Pause oder nicht? Ihr seid schon wieder überladen. Ihr seid immer noch überladen. Ablegen, ablegen, ablegen und so weiter. So. Gehen, jetzt. Macht hin. Gehen. Oh. The ancient evil was defeated. The dead tyrant Vordecai wouldn't be threatening us or anyone else any longer. Alas, our friend revealed himself to be an enemy. How could you, Tristan? We trusted you. Das uralte Böse war besiegt. Der tote Tyrann Vordecai konnte uns und niemand anderem mehr gefährlich werden. Doch leider entpuppte sich unser vermeintlicher Freund als Feind. Wie konntet ihr nur, Tristan? Wir hatten euch vertraut. Ja. So. Speichern. Komme ich jetzt hier nochmal rein? Offenbar schon. Das ist ja gut, dann könnte ich vielleicht irgendwann später im Spiel nochmal mir diese Dämonenkammer anschauen. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass... Dass ich natürlich mega überladen bin. Betreten? Nein. Ich möchte eigentlich da rein, weil ich da rasten kann. Und da habe ich ja schon einen, geh doch einfach weiter, einen Haufen. Und kann noch viel mehr dazu müllen. Gut, betreten. Die komischen Untoten hier an dem Grab, die fragen sich, was das für komische Abenteurer sind, die hier reinkommen, in einen Riesenberg Müll abladen, rasten und wieder rausgehen, ohne auf die nächste Ecke zu schauen. Die denken sich, die sind alle blemblem. Recht haben sie. So, erstmal muss ich rasten, weil ich dann erst sehen kann, wie viel ich hier liegen lassen muss, um überhaupt irgendwie ohne Tricks und Kniffe in die Schatzung zurückzukommen. Denn es werden sich ja auch Gilbe einstellen. Und deren Gilbkarten kann ich nicht verlassen, wenn ich überladen nach kleinen Widerstand aufbreche. So, verwalten. Das machen wir so. Und so. Und fertig. You don't talk about yourself too much. Where are you from? Born in Thuvia, but raised in Absalom. A city of hundreds of peoples, hundreds of languages, hundreds of faiths. But too bright and noisy for me. Lagerthorn fehlgeschlagen, super. Ihr redet nicht viel über euch selbst. Woher kommt ihr? Und fragt Valerie Ekundaio. Und ihr antwortet, geboren in Thuvia, aufgewachsen in Absalom. Eine Stadt mit hunderten von Völkern, hunderten von Sprachen, hunderten von Religionen. Aber für mich zu hell und zu laut. Jetzt lasst euch ja bloß nicht den Hintern versohlen. Schwein gehabt. So, wir müssen jetzt Sachen loswerden. Und zwar 414 Pfund. Ich pack noch ein paar Sachen hier hin. So. Ich habe jetzt nur hölzerne Schilder abgelegt. Das heißt, wenn wir jetzt rausgehen, müsste ich die ganzen hölzernen Schilder und anderen Kram, genau, den hier angeboten bekommen. Das muss alles noch da sein. Genau, das ist der erste Schatz und hier unten ist der zweite Schatz. Ja, Schatz, das ist Krempel. Wir gehen. Tja, und dann hoffe ich, dass wir irgendwie zurückkommen nach Kleingwierstadt. Oder nur nach Warmburg. Grab der vergessenen Helden gibt es Neuigkeiten. In Warmburg gibt es auch Neuigkeiten. Aber da oben rumlaufen, nee. Lieber den direkten Weg versuchen zu nehmen nach Kleingwierstadt. Die Helden sind schwer beladen, das stimmt, ja. Aber irgendwie wird es gehen. Und aufs Verkaufen bei Hasso freue ich mich schon. Ach nee, komm, weiter. Bei der nächsten Frage raste ich dann, weil ihr habt jetzt ein Riesenproblem. Ja, jetzt rastet ihr bitte.
Und geht weiter. Durch die Rast sind jetzt ein paar Rationen verbraucht. Das heißt, ihr seid ein bisschen, ein kleines bisschen leichter. Und das Gebirge ist durch. Nee, noch nicht bei der zweiten. Jetzt hat er noch überladen. Wir rasten auf der Guild-Karte. Kämpfen! Time for fun! Wer ist es denn? Wer ist es? Hier auch jemanden knurren. Regonga, gib uns alles. Wasted. Ah, da haben wir's. Gut. Was für ein Ziehzeug? Regonga macht deine Waffenverzauberung. War's das? Danke. Wir rasten hier. Das bleibt so, wie es ist. Ekin doesn't like goblins. But goblins are not trolls. Why then? Because you are all beasts. You're just tamed. Knock knock, heimlicher Zwerg erfolgreich. Aha. Knock knock, Ek und Goblins nicht mögen, aber Goblins keine Trolle. Warum dann? Und Ek und Dario, weil ihr alle Tiere seid, nur eben gezähmt. Mhm. Kein Überfall hier, dann wird hier noch gehäutet. Noch was? Ja, mal alle. Gut. Schnell weg hier. Und dann brauche ich noch zwei Gelbe. Zwei Gelbe. Und jetzt bitte keiner mehr. Das wäre uncool. Oh nein! Das ist ja dieses Wolfspack! Ihr werdet es nicht schaffen! Regonga, Regonga! Gut. Waffenverzauberung. Lernst? Halt. Weg mit euch, jetzt. Das ist gut, ich brauche noch einen Gelb. Noch einen Gelb. Das, dieser Riese macht mich wahnsinnig. So, ich möchte nach Kleingewehrstadt auf dem Marktplatz. So. Ich verkaufe sämtliche zweihändigen Äxte plus 1, sämtliche normalen Waffen. Dann verkaufe ich die Klinge der Vergessenen. Das ist ein S-Stock. Exotische Waffe, kann keiner mit umgehen. Zweihänder plus 2 haben wir mehrfach gefunden. Verkaufe ich 4-mal. Ich verkaufe den Stab des Nekromanten, weil damit niemand kämpfen wird bei mir. Und auch den Stab der flüsternden Seelen. Ich verkaufe die beiden Duellschwerte Königliches Geschenk und Vollstrecker, weil sie auch exotische Waffen sind. Dann verkaufe ich alle normalen Schilde und Rüstungen. Ich verkaufe außerdem Brustplatten plus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. 3 Ritterrüstungen plus 2. Einen Schwung Schutzringe plus 1 und einen Schwung Resistenzumhänge. Den normalen Schmuckkram, den normalen Edelsteinkram, die gerade auf dem Rückweg abgezogenen Wolfsfälle und ein Amulett der natürlichen Rüstung plus 1. Ich weiß, dass ich ja noch weitere Reserven hätte, aber das wird dann die nächste Ausrüstungsoptimierungsepisode zeigen. Erstmal hier verkaufen, das gibt knappe 92.000. Ich kaufe mir ein paar Rassvorräte dazu, dass ich wieder bei 40 bin, meiner magischen Zahl. Über 300.000 Goldstücke, huhuhu. Und damit sind wir hier durch. Die Helden sind müde und es geht gleich mal in die Falle. Ja, und dann ist der Herr Baron wieder froh und munter. Es ist der zweite Gosran, das ist der 2. April.
Ich traue mich nicht in den Thronsaal zu gehen, weil da Audienz sein könnte. Ich bin nicht sicher, was alles passiert ist in der Abwesenheit des Barons. Das war ihm auch gerade völlig egal. Mungo hat gewütet, das ist klar. Und ich werde noch ein paar Sachen hier einsortieren in mein Trüchen hier. Und dann geht's mit erstmal einer Episode im Thronsaal. Also was ist passiert, was müssen wir tun und was hat der Geschichtenerzähler zu diesen neuen Sachen zu erzählen. Wir haben bestimmt alles beisammen, um hier dieses Lederding zusammenzuflicken und auch hier die Geschichte des gefallenen Kriegers uns anzuhören. Und wir können hier noch ein paar Sachen verkaufen und ja, das wird wieder mehr als eine Episode lang. Und mit diesen schönen Sachen geht's weiter im nächsten Teil. Bis dahin!